Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beat Balog. In Salagerszeg wurde der erste Bauabschnitt der in Europa einzigartigen Teststrecke für Kraftfahrzeuge übergeben. Bereits jetzt ist ein Teil der Smart Stadt fertig und es gibt mehrere Strecken, auf denen die Techniken der Zukunft, unter anderem auch selbstfahrende Autos, getestet werden können. Viktor Orbán sprach auf der Eröffnungsfeier darüber, dass die ungarische Wirtschaft nur dann weiter gestärkt werden könne, wenn die Grenzen des Landes geschützt und die Sicherheit des Landes aufrechterhalten werden könnten. Nach zweijährigen Bauarbeiten können auf der Teststrecke bei Salagerszeg die ersten Fahrzeuge getestet werden. Mehrere Projektelemente der Investition wurden in der ersten Etappe fertiggestellt. Auch der Handlingkurs kann benutzt werden. Das ist eine 2 Kilometer lange Teststrecke, auf der die Fahrstabilitätssysteme, die Lenkgetriebe, die Bremssysteme sowie der Spurhalteassistent getestet werden können. Auf der kreisförmigen Fahrdynamikfläche mit einem Durchmesser von 300 Metern kann zum Beispiel auch der sogenannte Elchtest durchgeführt werden, bei dem die Fahrzeuge auf ihre Seitenstabilität geprüft werden. Auch das 5 Hektar große Gelände der Smart City Zone ist fertig. Hier können Ingenieure unterschiedliche Funktionen von selbstfahrenden Fahrzeugen testen und verbessern. Wir müssen unsere Identität, unsere Sicherheit verteidigen. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken. Auf diese drei Angelegenheiten müssten sich die Ungarn konzentrieren, nach den zahlreichen europäischen Krisen, sagte Viktor Orbán. Die Migrations- und Finanzkrise mit dem Brexit sind Warnungen für uns. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht die geeigneten politischen Führungskräfte wählen, wenn wir keine guten und keine mutigen Entscheidungen treffen, dann kann es sogar zu dem dauerhaften Abstieg Europas kommen. Und nach langen Jahrhunderten kann unser Kontinent seine wichtige Rolle, die er in der Welt einnimmt, verlieren. Der Ministerpräsident rechnet damit, dass es in Salagerszeg ein regionales Zentrum der Branche entstehe, das auch regionale, sogar europäische Bedeutung erlangen könne. Viktor Orbán meinte, es sei im nationalen Interesse Ungarns, dass die Automobilhersteller Ungarn nicht nur als Produktions- und Montage-, sondern auch als Forschungs- und Entwicklungsstandort betrachten, wo Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Zentralasien spiele im Kampf gegen extremistische Ideologien und Terroristen eine wichtige Rolle, teilte Peter Siarto in der Hauptstadt von Turkmenistan mit. Der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten betonte, all das, was gerade in Zentralasien vor sich gehe, habe sicherheitsrelevante Auswirkungen auf Europa. Daher solle man diese Länder unterstützen. Alles, was in Zentralasien geschieht, hat sofortige sicherheitsrelevante Auswirkungen auf Europa. Aus diesem Grund müssen die Länder der Region dabei unterstützt werden, ihre Grenzen zu verteidigen, die illegalen Migrationswellen aufzuhalten und zu verhindern, dass Terrororganisationen nach Europa kommen. Neue Investitionen werden am Balaton und dem Balaton-Oberland vorgenommen. Das erklärte Ziel besteht darin, dass das Gebiet in die Liste der Weltkulturerbestätten der UNESCO aufgenommen wird. Ungarn hat insgesamt 8 anerkannte UNESCO-Weltkulturerbestätten. Eine Erlebnispromenade am Tafelberg von Bodocsony und um den Thermalsee von Hevis herum. Erlebnisorientierte Ausstellungen in der Burg von Szigliget, im Folli-Weingut und Arboretum und in der Benediktinerabtei von Tihany. Sowie Traditionsbewahrung im Schloss Festetic in Keszthely und Schloss Esterházy in Balatonfüred. Diese Neugestaltungen können im Rahmen dieses von der EU mit 3 Milliarden Forint bezuschussten Entwicklungsprogramms in der Kulturregion Balaton-Oberland realisiert werden. Ziel ist es, diese 8 Städten zu vereinen und diese einheitliche geografische Region in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufnehmen zu lassen. Aktuell sind wir von der ungarischen Regierung als Anwärter für die Aufnahme in die UNESCO-Weltkulturerben gelistet. Unserem Vorhaben nach wollen wir die nächste Stätte sein, deren Aufnahme in die Vorschlagsliste der UNESCO von der ungarischen Regierung beantragt wird. Danach hängt es von der Prüfungskommission des Welterbekomitees ab, ob sie den Vorschlag annimmt und die Region in die Liste der Kulturerben aufnimmt, sagte die Wirtschaftsdirektorin der Kommission für Entwicklung der Balaton-Region. Die Restaurierung vom Schloss Esterházy in Balatonfüred zeichnet sich als eine der kostspieligsten Investitionen des Entwicklungsprogramms ab. Die Kosten belaufen sich hierbei auf 770 Millionen Forint. Der Stadtrat wartet seit Jahren auf die Möglichkeit, den besagten Schloss aus dem ungarischen Reformzeitalter endlich im ehemaligen Glanz erstrahlen lassen zu können.
Im Herbst beginnen die Bauarbeiten bei jenen Städten in den Komitaten Solle und Veszprém, die die Anträge für die Aufnahme in die UNESCO-Welterbe eingereicht haben. Voraussichtliche Fertigstellung der Ausbauten ist für 2020 geplant. Im Museum am Fuße der Burg von Schimmeck ist eine Waffen- und Säbelausstellung zu finden. Stich-, Hieb- und Feuerwaffen können von der Türkenzeit bis in die Gegenwart bewundert werden. Säbel von Gemeinen, Schwerter von Feudalherren, Feuersteinwaffen und Kammergeschütze werden ausgestellt. Besucher können auch eine Sammlung über die militärischen Operationen des Freiheitskampfes von 1848 und 1849 zu Gesicht bekommen. Am höchsten Punkt der Innenstadt von Schimmeck steht jene im Jahre 1649 geweihte Kirche, die zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria im Barockstil erbaut wurde. Ihre Dachgemälde stellen Szenen aus dem Leben der Jungfrau Maria dar. Auf der Kanzel sind der Erzengel Michael und die vier Evangelisten abgebildet. Der größte Schatz der Kirche ist die sogenannte Peterstatue aus dem 16. Jahrhundert, der Heilkräfte zugesagt werden. Es heißt, derjenige, der die Peter berühre, werde von den Krankheiten geheilt. Das waren die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.